Schrei zum Aufbruch, Murasaki. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich nehme die Fähre, wir sehen uns an der Rubin-Seefeste. Da ist der gute Shigure ja. Und der hat sich richtig in Schale geworfen. Was ist denn mit dir los? Für einen Moment dachte ich, ich wäre auf einem Kostümball. Ich habe den weißen Rat, es klingt nur unbeherzigt, in diesem Fall inkognito recherchieren zu können. Was meint ihr? Steht ja ausgezeichnet, mein Lieber. Ist ja richtig modisch. Toll. Wirklich? Ihr macht mich ja ganz verlegen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber über eins kannst du sicher nicht. Sandalen und weiße Socken. Das geht ja mal gar nicht. Aber wir haben jetzt wichtige Probleme. Zum Beispiel, wie kommen wir nach Seki, zur Insel der Kojin, wo Ame Murakumo aufbewahrt wird? Lass das mein Problem sein. Ich kann tauchen. Die Insel erreicht man nur durchs Wasser? Oder die Luft? Ersteres dürfte sich als schwierig erweisen. Könntest du nicht deinen Adler bitten, uns dorthin zu tragen? Montaro kannst du vergessen, solange der Kriminologe bei uns ist. Das Schauerspiel in den Ruinen hat er noch immer nicht überwunden. Verstehe, wie bedauerlich.
Du hast uns übrigens noch gar nicht erzählt, warum du es auf Soboro Tsukihiro abgesehen hast. Kubono ist nicht sein rechtmäßiger Besitzer. Er hat es sich mit einem hinterhältigen Trick ergaunert. Der ursprüngliche Träger des Schwertes war ein rechtschaffener, wenn auch sehr armer Samurai. Er war vor dem Krieg in Doma nach Kugane geflüchtet. Zusammen mit einem kleinen Wolfsjungen. Zwei führten ein bescheidenes, doch überaus glückliches Leben. Eines Tages meldete sich ein reicher Kaufmann, der das Schwert des Samurai erstehen wollte. Doch dieser wollte sich nicht davon trennen. Die Waffe war wie seine Seele. Als der Kaufmann merkte, dass kein noch so reiches Angebot den Samurai umstimmen würde, griff er zu den anderen Mitteln. Er nutzte die Hilfsbereitschaft des Samurai aus und stellte ihm eine Falle. Als die ihm horrende Schulden auf und nahm das Schwert als Pfand an sich. Um seine Seele zurückgelangen, stuftete der Samurai bis er schließlich vor der Stiftung scharf und den Wurstjungen alleine zuließ. Dieser Wurstjunge war das etwa. Jahre später kehrte er ein einsamer Wolf aus Yangtze zurück. Er hatte sich zu einem Ninja ausbilden lassen, um wie sein verehrter Ziehvater den Armen zu helfen. Ein einfacher Dieb jedoch mit hehrem Ziel, das Schwert zurückzuholen, um das Gedenken an seinen Ziehvater zu wahren und nie mehr loszulassen. Jetzt verstehe ich auch, was die ganzen Diebstähle in Kugane sollten. Mit dem Geld wolltest du dich absichern, das Schwert nie aus Armut abstoßen zu müssen, wenn du es einmal wieder zurück hättest. Nobel wie galant, ich werde alles tun, um diesen edlen Wolf seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Und dazu müssen wir Jojimbo finden. Wer wohl nach Seki reisen will? Das vermag ich nicht zu sagen, aber sicher wird er die Insel erst einmal aus der Nähe inspizieren, um seinen Diebstahl zu planen. Vielleicht hat er einer der Piraten hier auf Sakatsuki dabei ja beobachtet. Dann wollen wir den Seeräuber mal auf ihre schwarze Szene führen.
Oh, ich bin ja dran. Da. Ach stimmt, man kommt ja auch über den Luftweg rein. Wir müssen uns bei den Konfigurationen umhören. Okay. Du schon wieder. Scheinst einen Gefallen an uns Rätsel gefunden zu haben. Was kann ich diesmal für dich tun? Ein Kerl mit Bambushut und Holzsandalen? Nee, nicht, dass ich wüsste. An so einen Vogel könnte ich mich bestimmt erinnern. Tut mir leid, aber ich fürchte, ich kann euch da nicht weiterhelfen. Aber nicht doch. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Der Weg eines Kriminologen ist gepflastert mit Rückschlägen. Das habe ich zumindest mal gelesen. Also nicht ins Boxhorn jagen lassen. Irgendwann schnappen wir ganz sicher was auf dem Rucksack. Mhm. Da ist Nascha, also wird da wahrscheinlich. Nein? Spiel der Konföderation. Einen großen Kerl mit Schwert und Bambushut? Ja, so einer war neulich hier, zusammen mit seinem Hund. Hat sich erkundigt, wie man nach Seki kommt. Hab ihm gesagt, dass die Rotpanzerbesucher nicht gerade freundlich gesinnt sind und man per Schiff nicht zu der Insel übersetzen kann. Danach ist er nach Norden abgehauen. Seinen Hund hat er allerdings zurückgelassen. Der streunt hier unterhalb der Klippe rum. Vielen Dank. Das war eine äußerst hilfreiche Auskunft, guter Mann. Ich glaube, wir haben Daigoro gefunden. Lass uns die anderen zusammenrufen. Wo ist denn unser kleines süßes Hündchen? Da. Warum kommt er nicht näher? Keine Sorge, ich kenne doch meine Pappenheimer. Glaubst du nicht etwa, du könntest ihn mit einem Knochen locken? Oder einem Goldbarren? Warum legst du ihn in den Sand? So einfach mal ruhig und staune. Wuff! Wuff, wuff! Dass er goldgierig ist, wussten wir ja, aber in diesem Maße unglaublich! Kannst du uns zu deinem Märchen führen, Daigoro? Wuff! Wie komme ich bloß auf diese vermaledeite Insel?
Wuff! Was ist, Godo? Ich habe dir doch gesagt, dass du unterhalb der Klippe auf mich warten sollst. Du schon wieder, Hilly? Die Brand? Ergib dich, Elena Dieb. Dein Fluchtweg ist abgeschnitten. Gib uns sofort Soboro Tsukihiro zurück. Niemals! Seit meiner Niederlage gegen jene Abenteurerin dort habe ich die Welt nach geeigneten Schwertern abgesucht, um einst Rache zu üben. Heißt das, dass die Hildebrand-Quest auch erst freigeschaltet wird, wenn man diesen Dungeon, wo man den besiegt, drin ist? Eigentlich wollte ich warten, bis ich Ame no Murakumo in meinen Händen halte, doch wenn es heute sein soll, dann soll es eben so sein. Überlass das mir, Murasaki, ich werde diesem Unhold eine Lektion erteilen. Dann? Nur zu. Du baust gütig, werter Shigure. Doch hier ist ein erfahrener Kriminologe gefragt. Den Halunken übernehme ich. Jetzt passt mal gut auf. Na komm, kleines Sündchen, komm zu Papa. Vergiss es, ihr hört nur auf mich. Was? Daigoro hat den Ruf Reichtum von Herrn Hildebrands Familie gewittert. Was für ein schlaues Hündchen. Überleg es dir gut, Jujimbo. Der Hund oder das Schwert. Daigoro, hör auf mit dem Unfug. Komm sofort zurück. Also gut, ich gebe mich geschlagen. Hier hast du das Schwert. Er hat es ganz kampflos zurückerobert? Was für ein Teufelskerl! Buddelt er den ein? Tatsache! Dieses Geräusch, ne? Wo ist das Schwert? Da, wo es hingehört. Du Schuft, gib es sofort zurück. Das reicht. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Nee, doch nicht. Die haben gerade noch gefehlt. Mist, das Schwert hole ich mir wieder. Verlasst euch drauf.
Shigure, was fällt dir ein, einen Gefangenen ohne Erlaubnis freizulassen? Lass mich das erklären. Der Gefangene hat sich bereit erklärt, bei der Wiederbeschaffung von Sobore Sukihiro zu helfen. Die Freilassung war lediglich vorübergehend. Und weg ist er. Sag ich doch. Und wo befindet sich der bereitwillige Helfer jetzt? Hm? Er ist entwischt, weil ihr euch eingemischt habt. Shigure, wir verhaften dich wegen Beihilfe zur Flucht. Hab Nachsicht, werter Herr. Shigure wollte einzig seine Pflicht erfüllen. Und auch der einsame Wolf wird ganz sicher schon bald zu uns zurückkehren. Es gibt keinen Grund für solch drastische Maßnahmen. Das schwöre ich bei meiner Noblesse. Wir stehen tief in deiner Schuld, Abenteurerin. Doch Gesetz ist Gesetz und Verstoß ist Verstoß. Wo er recht hat, hat er recht. Leider ja. Und somit der Traum von meinem Shinsengumi wieder zunichte. Dass ich Shigure nicht vor der Verhaftung bewahren konnte, wird mich auf ewig verfolgen. Ich werde nach Kogane zurückkehren und mir dort Gedanken über seine Rettung machen. Auf geht's, Nashu! In dieser Uhrzeit kriegt man wirklich keine Leute zusammen, zumindest nicht im europäischen Raum. Ah. Danke, dass du gekommen bist, Murasaki. Ich habe mir allerlei Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich weiß, wie wir den armen Shigure aus seiner misslichen Lage befreien können. Erinnerst du dich an die Falle, die Akebono dem Samurai gestellt hat? Wenn mich meine Spürnase nicht trübt. Und wann hätte sie das je getan? Dann ist dieser Vorfall nur die Spitze eines viel größeren Komplotts. Ihr seid echt ein Genie, Herr Ildibrand. Wenn wir beweisen können, dass der Schnurrbart was am Stecken hat, könnte das das Wölfchen entlasten und damit auch Shigure. Exakt. Ich werde diesem schmierigen Händler mal etwas genauer auf die Finger schauen. Du wartest hier auf mich. Alles klar, Nashu? Klar wie Reisklößchenbrühe. Wir sagen dir Bescheid, sobald Herr Hildibrand was herausgefunden hat, Murasaki.
ist er doch. Mr. Schnurrbart, wird man diese elenden Asseln denn niemals los? Ich muss mich beeilen, meinen Plan zu vollenden. Im Knast, der Arme.